Heute möchte ich euch die neue Vibrationsplatte für zu Hause vorstellen von Scandica Fitness. Lieferumfang war einfach die Platte, dabei war auch noch eine Fernbedienung und ein Netzteil. Hier vorne wird der Stecker reingesteckt, ganz einfach ins Gerät, und der kommt ganz normal in die Steckdose. Hier oben wird die Fernbedienung platziert. Hier ist die Anzeige einmal für Power, automatisches Programm, High und Low. Mit der Fernbedienung wird sie eingeschaltet. Wenn man hier auf den Startknopf drückt, dann geht sie auch schon los. Im automatischen Programm. Wie man hört, ist sie wirklich sehr leise, vergleichbar würde ich sagen mit einer elektrischen Zahnbürste. Also kein lautes Brummen, sondern ein ganz leises Vibrieren. Hier in der Anzeige zählt es die Sekunden. Wenn ich jetzt wieder drauf drücke, dann stoppt die Platte. Und natürlich gibt es auch noch verschiedene Programme. Die werden mit diesem Knopf hier bedient, ein Programmknopf. Ich drücke jetzt mal hier drauf. So, das ist Programm 1. Wenn ich jetzt auf Start drücke, geht hier oben die blaue Lampe an für Low, also ein ganz langsames Vibrieren. Machen wir wieder auf Stopp. Wenn ich ein anderes Programm auswähle, Programm 2, und auch wieder auf Start drücke, oh, da hört man schon, jetzt wird es ein bisschen lauter. Und hier blinken gleich mehrere rote Knöpfe. Das ist schon ein schnelleres Programm. Hier leuchtet jetzt auch die Lampe für High. Man merkt auch, das vibriert jetzt schon recht ordentlich. Auch mal wieder aus. Jetzt gucken wir noch Programm 3 an. Auch nochmal auf Start. Das ist auch wieder ein langsameres Programm, ein automatisches. So viel zu der Platte und wie man es startet. Jetzt werden wir nachher mal in Ruhe ausprobieren, wie die unterschiedlichen Übungen funktionieren. Und dann gibt es Nachschub in Form eines weiteren Clips und natürlich auch weitere Fotos.